Das Urvertrauen und der Adept. Vollmond in Schütze am 23.05.2024 um 15.53 Uhr. Auf unserer heutigen Mondreise dürfen wir ganz tief in unser Urvertrauen hinabsteigen, um uns in Vollmond in Schütze genauestens zu fragen, was uns auf unserer Lebensreise im Prinzip der Erfüllung, innerem Wachstum, unserer Erweiterung, dem Sinn sowie unseren Zielen noch im Wege steht. Der Adept möchte uns dabei behilflich sein. Ein Adept ist ein bereits tief fortgeschrittener Reisender, der die tiefsten Transformationsprozesse kennt. Diese uns aufweisen und in Heilung bringen kann. Komme mit und sei gespannt, lasse dich ein auf das, was deine Seele dir zeigen möchte. Bleibe bis zum Ende dabei. Alleine, was dir heute das Urvertrauen und der Adept schenken möchte, lohnt sich in höchstem Maße, um in die Verwirklichung deines Lebens zu gehen. Lasse dich hineinfallen auf deine Reise in den unermesslich reinen Liebesplaneten, die Venus. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Marianne Selina. Ich bin mediale Trainerin für Wahrheitsfindung und Weiterentwicklung. Ich lese den jeweiligen Weg, der vor uns liegt, aus verschiedenen universellen Feldern. Wenn du meine neuesten Videos erhalten möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Schön, dass du da bist. Es ist gut, so wie es ist, denn dein Leben hat vieles mit dir vor. Das Leben ist voller Veränderungen. So erkenne auch ich auf meiner Reise in meinem Lebensrad meine Themen und Aufgaben, welche ich in diesem Leben erfüllen will. Das auf deinen Mondreisen erkennen möchtest, melde dich gerne bei mir, um deine jetzige und kommende Aufgabe zu erkennen. Denn wisse, erst dann, wenn wir uns selbst ganz vertrauen, werden wir auf unserer Reise in die nächsten Ebenen stabil aufsteigen können. Wir lassen uns auf unserer weiteren Mondreise in unser Urvertrauen hineinfallen. Das Vertrauen auf den Fluss des Lebens, auf unsere hilfreichen Kräfte, unsere Seelenkräfte. So werden uns unsere lichten Boden und Helfer in die Felder des heilenden Feuers führen, um uns in unserer weiteren Entwicklung heilbringend zu unterstützen. Alles, was nicht mit dem Lebensplan übereinstimmt, wird verbrannt. Die Energie, die daraus hervorgeht, hat Bestand. Wir dürfen in uns erkennen, was es braucht, intensive Heilung zu erfahren. Wir werden auf unserer Reise unseren weiteren Helfer kennenlernen, welcher uns im ersten Teil wieder tief in die Urkraft zu Mutter Erde führen und unsere Urschöpferkraft erwecken.
um danach weiter in die Felder der Wirklichkeit, der Venus zu reisen. Die Urkraft in uns zu entwickeln, ist ein wesentlicher Aspekt für unseren Aufstieg in die nächsthöheren Dimensionen des Lichtes. Weitere Codes werden unsere Zellen durchlichten, um einen Abschluss des Alten zu erhalten. Ihr Lieben, in meiner spirituellen Begleitung erhältst du deine wunderbare Weiterentwicklung auf deinem Weg in die neue Zeit. Wir haben vor unserer Inkarnation unser Leben, unsere weitere Entwicklung und Verwirklichung alles geplant und mit hierher gebracht. Komme mit mir, gerne unterstütze ich dich im Lesen deines Seelenplans und deiner Entwicklung. Du erhältst Antworten auf deine Fragen: Warum bin ich hier? Was möchte ich in dieser Inkarnation verwirklichen? Ebenfalls unterstütze ich dich gerne in der täglichen Energieübertragung um 22 Uhr und meinen Heilsitzungen. Hier erkennst du ganz schnell, was in Heilung gehen darf. Ich selbst bin sehr dankbar, mich auf den Weg gemacht zu haben, um viele Fragen meines Lebens zu beantworten. Ehrlichkeit und Urvertrauen waren, neben meinen spirituellen Lehrern, stetige Weggefährten. Ich möchte dich darin bestärken, diesen Weg zu gehen. Dafür biete ich dir meinen kostenlosen Tagesimpuls an. Mache es gerne zu deinem täglichen Ritual, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Lasse es zu. Hier findest du auch die täglichen kostenlosen Meditationen. Komme auch gerne mit zu unserem wöchentlichen Livestream. Hier arbeiten wir mit den jeweiligen Tagesenergien. Die Teilnehmer berichten, dass ihr Leben leicht ist, wenn sie nur ihre jeweiligen zugehörigen Codes sprechen, welche du in den Streams erhältst. Melde dich auch in unserem Newsletter an. Alle die Links findest du unter dem Video. Komme nun mit zur Meditation. Das Video enthält starke Energie. Heilenergien durch die Kraft unserer 13 Ebenen, dem Seelenrad, Lebensrad und dem Engelrad. Die Klänge und lichten heilenden Frequenzen erhöhen mit jedem Anhören die Energie. Am Ende des Videos wirst du mit einem Glockenton wieder ins Hier und Jetzt geführt. So lasse dich fallen in deinen Herzensraum hinein. Lasse in deinem Herzen die Sonne entstehen. Nimm ihre Strahlen wahr und nimm wahr, wie sie über all deine Körper hinausstrahlt, ganz weit um dich herum. Nimm in deiner Mitte wahr, wie der Frieden in dir entsteht. Wie du ruhiger wirst, deine Emotionen kommen ganz zur Ruhe. Tauche ein
in deinen Herzensraum. Nimm die Liebe dort wahr. In deinem Herzen dein Feuer, die Dreieinheit in dir entfacht. Fühle diese Liebe, fühle die Stille und Geborgenheit. Fühle, wie der Friede in dir entsteht. Dich tief verbindend mit sicherer Kraft und stabil in deinem Herzensraum. Dein Herzensfeuer in dir lodern lässt. Lasse dich hineinsinken in deinen Herzensraum und nimm ganz bewusst die Energien dort wahr. Dehne deinen Herzensraum weiter und weiter aus. Spüre, wie die Energie deines Herzens sich mit deiner Seele verbindet. Nimm deinen Seelenraum wahr. Die Energien, die Farben, all deine Fähigkeiten. Solea, deine Boten und Helfer, deine Seelenengel dich begrüßen. Wir werden dich auf deiner heutigen Reise begleiten. So laden wir dich ein zu der Reise tief in deine Seele hinein, dort, wo alles gespeichert wurde. Du bist stabil. Dein System wurde erneut für diese Reise ausgerichtet. Geliebtes Kind, ich, Solea, begleite dich durch deine Zeitenlinien. Wir, deine Boten und Helfer, deine Seelenengel sind bei dir. Nimm deine Herzensmitte wahr, werde ganz weich. Lasse dein Herzensfeuer weit um dich herum strahlen. Fühle, wie deine Enge sich dabei auflöst. So wandere
deinen Fußchakren ganz tief in den Schoß der Erdenmutter und nimm wahr, wie sich deine Lichtwurzeln dort geborgen fühlen, im Schoße der Mutter baden. Und nimm wahr, wie sie dich in ihrem Schoße hält und trägt. Genieße die Energie. Lasse dich vom Feuer der Erdenmutter umfangen. Wenn du dich kraftlos fühlst, ich entzünde das Feuer in dir. Fühle die Stille. Öffne all deine Sinne für das, was sich dir in der Dunkelheit zeigt. Es sind die Stimmen von Mutter Erde. Sei ganz konzentriert, entspannt. Mutter Erde bringt dir das Lied deiner Träume. Lasse geschehen, lasse es geschehen. Sie singt dir das Lied in deinem Leben, weht unruhig der Geist. Doch, geliebtes Kind, erkenne, wie wärmendes Licht sinnliche Schatten auf deine Haut zeichnet. Es klärt und erfrischt deinen Geist. Und belebt dich mit einem Vibrieren. Spüre die Vereinigung des Urgrundes der Mutter mit dem reinen geistigen Licht. Hier liegt das Geheimnis des Erkennens. Spüre die Sinnlichkeit aus dem Schoße der Mutter. Während die Erkenntnis eine Schöpfung des Lichts ist. Erkenne nur in der Vereinigung, in der Tiefe des Urgrunds, in der Verbindung mit dem geistigen Licht. Dort findet dein wahres Erkennen statt. Lasse es geschehen. Lasse es immer wieder geschehen. Fühle, wie dieses heilige Feuer, wie es dich nach oben trägt. Über deine Chakren fühle dieses Feuer.
fühle, wie es in deinem Wurzelchakra die Kundalini entfacht. Diese nach oben steigt, über deine Chakren, deine Wirbelsäule entlang, alles für dich auflöst und reinigt. Lasse dir die Zeit, die du brauchst. So wird alles heilen. Die Mondsichel über deinem dritten Auge und sieh, wie sie silbernes Mondlicht in dich ergießt. Genieße diese Reinigung. Das silberne Mondwasser fließt durch all deine Chakren. Deine Körper, Organe, in all deine feinstofflichen Körper, in deine Zellen und tief in die Zellkerne hinein. Genetische Codes der Wirklichkeit werden zu dir gebracht. Voller Harmonie getragen von deinen Seelenkräften, begrüße ich dich. Ich, Solea, begleite dich erneut auf deiner Heilreise. Fühle, wie wir dich tragen in die Felder der Liebe. In die Felder der Venus, Erinnerungen an euer Paradies. So führen wir dich dorthin und wisse, geliebtes Kind, hier erkennst du die Liebe in deinem Herzen. Du erkennst dich selbst. Du erkennst den Ort des tiefen Vertrauens. Fühle diesen Ort. Fühle die Energien. Sicherheit, Liebe, Vertrauen. Erinnerungen werden wach. So führe ich dich, Solea, in die lichten Felder der Venus. Bade in dieser Energie. Genieße das Lichtbad deiner Seelenkraft. Deine Boten und Helfer, deine Seelenengel
singen ihr Lied. Genieße, genieße. So schöne, kristalline Stätten. Deine Energien erhöhen sich stets und werden in dir in jedem Moment eingebettet. So führen dich deine Engel. Hier findest du einen wichtigen Schlüssel, welcher dir ein neues Tor öffnet. So führen wir dich durch dieses Tor. Lasse es geschehen. Ich, Solea, werde für dich dein Herz und Verstand miteinander verschmelzen. Wisse, geliebtes Kind, dies brauchst du, um in Gänze zu lieben. So wirst du die Reinheit der Liebe finden. Denn nur dann, geliebtes Kind, wenn das Alte abgeschlossen ist, erhältst du ein Geschenk, das dein Leben erfüllen will. So fühlst du, wie du weitergetragen wirst. Die Energie verändert sich. Ein Kreislauf findet seinen Abschluss. In dir darf etwas zu Ende gehen. So führen wir dich in die Felder des heilenden Feuers. Du erkennst das Seelenrad, das Karma-Rad und das Engelrad, wie sie übereinander drehen. Erst schwer, dann immer leichter und leichter. Links herum, rechts herum. Ineinander drehen. Dich höher tragen. Du hörst, wie deine Seele flüstert. Denn wisse, geliebtes Kind, deine Seele kennt die einzelnen Räume und ihre Themen. In deinem Seelenrad sehr genau. So spricht deine Seele. Ich bin umhüllt. Ich bin geborgen. Es ist gut so, wie es ist.
Ich bin im Urgrund geborgen. Der Urgrund und das Leben gibt mir alles, was ich brauche. Es ist gut so, wie es ist. Ich bin im Einklang mit der heilen Matrix und den heilen Urprogrammen des Lebens. Du lässt dich tiefer hineinfallen und du fühlst Urvertrauen, Geborgenheit. Du bist umhüllt, du bist behütet. Das, was in der Vier der Verwirklichung entstanden ist, die Frucht, wird hier umhüllt und behütet, damit sie weiter wachsen kann, damit Weiterentwicklung stattfinden kann. Kannst du das Leben umarmen? Du bist verbunden mit dem Urgrund. Es ist gut, so wie es ist. Die Fünf spiegelt sich an der Neun, wo es um den Fluss des Lebens geht. Wenn Urvertrauen, die Fünf, da ist, findet Lebensfluss in der Neun statt. Wenn die Zeit dafür gekommen ist, bin ich bereit, Altes loszulassen, damit Neues entstehen kann. Denn wenn du im Schatten verweilst, siehst du die Angst, den Zweifel, die Unsicherheiten, alles, was mit fehlendem Urvertrauen zu tun hat. Einsamkeit, Verdichtung bis zur Erstarrung. An Traditionen festhalten, starre Form, Panzer. Anstatt Umhüllung. Dies alles bildet Nährboden für Dogmen. So dreht sich das Rad des Lebens weiter. Eine Krise ist das Zeichen der notwendigen Veränderung. Das Rad des Lebens bringt dich zurück in jene Bahn, die in deiner Seele vorgezeichnet ist. Überprüfe täglich mit deinem Seelenplan. Macht mir das, was ich tue, wirklich Freude? Erfüllt es mich ganz?
Wenn nicht, suchst du die Lösung noch im Außen bei den anderen? Erkenne, dass die Lösung in dir selbst ist. Verharre nicht, sondern ziehe weiter, so wie das Rad des Lebens sich dreht. Denn dein Leben will dich erfüllen, will dich bereichern, will dein gesamtes Sein erweitern. Lasse es geschehen, lasse es mit der Musik geschehen. So sinkst du tiefer hinab in das Wesen deiner Seele. So bringt dich der Strom des Lebens zum Adept. Ich, der Adept, möchte dir behilflich sein. Ich bin ein bereits tief fortgeschrittener Reisender, der die tiefsten Transformationsprozesse kennt. Ich kann dir deine Themen aufweisen und in Heilung bringen. In mir lebt ein außerordentlich wachsamer und offener Geist. Ich beobachte das, was mich umgibt, mit der mir angeborenen Neugier und Offenheit. Mich mit einer fast sinnlichen Freude, Menschen, Ereignisse und die Vorgänge in der Natur zu betrachten. Selbst wenn es sich um scheinbare Banalitäten handelt. Ich habe ebenso die Fähigkeit, über das Wunder des Lebens zu staunen. Ich bin offen für alles, was man mir erzählt. Ich höre gerne und unvoreingenommen zu und lasse mich für Ideen begeistern. Allerdings nur dann, wenn diese in mir entsprechende Resonanzen erzeugen. Ich bin in allem ganz vertieft, was ich tue.
Es ist das Wasser, das sich aus einer Schale ergießt. Und darin liegt eine weitere Botschaft an dich. Wasser steht grundsätzlich für den Emotionalkörper und im Weiteren für das Leben und den Pulsschlag des Lebens selbst. Ich will dir damit zeigen, dass es keineswegs darum geht, blankes Wissen anzusammeln. Es geht vielmehr darum, die Dinge des Lebens mit offenem Geist zu erfassen und dann das Erlebte mit der Stimme des eigenen Herzens zu prüfen. Lasse nun all das geschehen. In deiner Tiefe bemerkst du, dass deine Engel dir beschreiben, dass es nun Zeit wird, zurückzukehren. Du siehst die Ebenen, den schönen Liebesplaneten. Es fällt dir leicht, zurückzukehren, denn du hast etwas zurückerhalten, das dir in deinem Alltag dient. Deine dir eigene Urkraft, emotions- und wertfrei zu leben. Die Verwirklichung deiner selbst in Fülle zu leben, in der Freude zu allem, was ist. Du fühlst Freude und Leichtigkeit in dir. So kommst du wieder in deinem Herzensraum an. Bedanke dich bei deinen Boten und Helfern, bei deinen Seelenengeln, der Erdenmutter, bei Solea, der Urkraft, beim Silbermondlicht und beim Adept. Bringe deine Urkraft ins Leben hinein. Sieh, wie in dir in jedem Moment deiner Begegnungen Liebe und Licht, Lebensfreude und Leichtigkeit fließt. Vertraue darauf, lasse geschehen. Lasse es mit der Musik geschehen.
komme nun mit dem Glockenton wieder ins Hier und Jetzt zurück. Öffne deine Augen. Hat dir die Reise gefallen? Lasse auch dein inneres Kind immer bei dir sein. Beziehe es in deinen Alltag ein. Spreche mit ihm. Es wartet täglich auf dich. So darf alles heilen. Schenke ihm als Dank Liebe und Lebensfreude. Mache es dir schön. Durchlichte dein Leben. So wird es leicht und dein Herz frei. Komme mit mir zu unseren wöchentlichen Livestreams, wöchentlich am Donnerstag. Hier arbeiten wir mit den Energien unserer Boten und Helfer. Wir werden ein Friedensfeld und Heilungsfeld mit den Liedern für uns und unsere Erde errichten, welches auf unserer diesjährigen Reise uns tiefgründig begleitet. Denn du weißt ja bereits, erinnert uns Solea immer wieder, dass die kommende Zeit unter der Heilung der Liebe steht. Um nach Hause zu kommen, müsst ihr, geliebte Kinder, erst in eurem tiefsten Kern, in eurer Urkraft tief verankert sein, um am Ende gesund und selbstbewusst in Gruppenkraft in die neuen lichten Ebenen zu gelangen. Denn wisset, geliebte Freunde, ihr werdet einst befreit sein von Schmerz und Krankheit. Lasse dein Licht in dir entstehen, lebe dein eigenes Licht und die Liebe, und alles wird heil. Dabei möchten wir euch so gerne zur Seite stehen und wir tun dies gern. Du wirst überwältigt sein, was in kurzer Zeit geschehen kann. Herzliche Einladung zu meinen täglichen Energieübertragungen und Zellkernmatrixheilungen und den neuen Codes der Venus. Hier kannst du deinen eigenen Venus-Code erhalten. Du erkennst deinen Seelenplan. Mit den täglichen Energieübertragungen bist du eingehüllt in die lichten Energien von Mutter Erde und des Universums. Die Teilnehmer berichten mir, sie würden nur an Solea denken, und das grüne Heilungslicht fließt zu ihnen. Alle Links findest du unter dem Video. Ich freue mich auf deinen Like und dein Feedback. Abonniere meinen Kanal, so verpasst du kein Video mehr. Wenn dir die Meditation gefällt, hast du die Möglichkeit, diese für dich selbst zu holen, für dich persönlich abgestimmt und energetisiert. Wenn du regelmäßig diese Meditationen machst über einen längeren Zeitraum, kann vieles in Heilung gehen, da wir in den Mondreisen regelmäßig durch unser Sternenrad wandern, dieses intensiv kennenlernen und somit uns selbst. Den Link findest du ebenfalls unter dem Video. Viel Freude mit den Energien, bleibe im Licht. Es ist schön, dass es dich gibt. Alles Liebe dir,
lasse es dir gut gehen.